Namaste, Reisende. Es gibt, sag ich mal, den heiligen Tabakito, ja. Den raucht man, um eine normale Reaktion, Reinigungsreaktion rauszuholen und den Dreck, was man eingeatmet hat, zu reinigen. Auf natürliche Art und Weise. Der Körper, also in den Lungen entsteht so ein normaler Reaktion, die zum Schleimen führt und besser die feinen, dreckigen Staubpartikel aus der Lunge zu holen. Aber man sollte keine Werbung machen, vor allem nicht bei YouTube für Tabakzwecken oder für Kinder, die das Ganze anschauen. Rauchen sollte man ab einem gewissen Alter, wenn man, sage ich mal, ja, richtig ist. In der Hinsicht richtig ist. Wenn es richtig ist. Aber das weiß ja jeder für sich selbst, weil wir sind alle freie Menschen, freie Seelen. Und wir sollten alles hinterfragen, wo irgendwas geschrieben steht oder einer einem verzapft, genauso wie ich, die ganze Zeit hier irgendwas von irgendwas rede. Und die meisten fragen sich, was schwätzt er da jetzt wieder für einen Müll um den heißen Brei? Auch jetzt wieder. Ich soll mal ein Geständnis aufnehmen für etwas, was eigentlich spiegel ich das wieder, was eigentlich jemand anders wünscht. Und wenn man etwas Schlechtes jemand anders wünscht, dann tut man sich selbst an. Da frage ich mich, warum tut er das? Ich kann verstehen, dass es ihm genauso gegangen ist, wie er es will, dass ich das jetzt tue. Scham, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen, Scham, in der Öffentlichkeit man selbst zu sein, in der Öffentlichkeit zu sagen, wie man zum Beispiel betitelt werden sollte. Da ich aber alle Titeln, alle schlechten Titeln in dieser Welt gerne an mich nehme und sage, wenn es irgendjemanden glücklich macht, dann mache ich es gerne. Wenn er dabei glücklich ist und er dabei in volle Kraft kommt und er einen Zweck davon hat und er, sag ich mal, davon reicher wird, sei es hier, hier oder in Monetas, egal, wenn es ihm gut tut, dann mache ich das gerne. Aus dem Grund, ich wollte schon vorhin, habe ich das unter einem Video drunter geschrieben. Ihr könnt mich gerne in Asien besuchen, anstatt dass mir hier, sag ich mal, wie sagt man, Attacken auszuführen, mich zu manipulieren, mich hier drin zu fragen und einen lichtvollen Schwung zu bekommen oder, sag ich mal, anders. Triff mich, besuch mich, egal wer du bist, egal, Mann, Frau, egal welchen Alter, besuch mich. Wenn du, wer sucht, der findet. Wer jemanden, wer etwas, sag ich mal, verloren hat, der wird es auch wiederfinden. Also, ich bin hier zum Erinnern und nicht um zu lehren. Wenn du vergessen hast, wie du nach innen schaust, oder wenn du vergessen hast, wer du wirklich bist, oder wenn du vergessen hast, was du machen kannst, um, sag ich mal, das höhere Ziel von jedem Einzelnen hier zu erreichen, sag ich mal, damit umzugehen, oder damit umzugehen mit seinem Schmerz, oder damit umzugehen, ja, was mache ich mit dem Schmerz, was mache ich mit dem ganzen Leid, wie löse ich diesen ganz normalen Reinigungsprozess aus? Nicht nur ich kann dir helfen, ich kann dir auch viel weitere empfehlen. Creator Games, der Angelo, Supermeister. Tippt's ein, schaut's euch im Internet an. Ja, und auf jeden Fall, ich bin gerne da
für das Dunkle und Negative. Ich kann alles sein. Alles sein, was ihr mich betitelt. Ich kann mich auch zum Affen machen. Und es schert mich nicht, was ihr davon haltet, wie ich mich aufführe, was ich sage, was ich tue. Wenn es nicht passt, der soll es nicht schauen. In Liebe, Respekt, Demut, Dankbarkeit. Glückliche Dasein. Yes, I'm happy. I'm on the road. I'm on the road. Yes. Ja, schöne Grüße aus selben Standort. Ich habe gefrühstückt, ich habe ein bisschen Buch gelesen, ich habe ein bisschen meine Hände und Füße gefühlt, ein ziemlich Haufen Momente. Vor allem, wenn man Sport macht, ist es so, dass die Momente ziemlich schnell verfliegen und ja, in diesen Momenten kann man sehr viel zuhören, wenn man in der Achtsamkeit ist und wenn man zum Beispiel Aktivitäten tut, die einem, sage ich mal, was bringen. Und auch da docken viele an. Und ich sage, yes, all in one.